Zum Tempelhofer Feld, da will ich gar keine langen Worte machen. Das war aus Sicht der Grünen eine Sachentscheidung, keine Frage, und zwar über die Zukunft des Tempelhofer Feldes. Aber wir haben auch immer gesagt, als Berliner Grüne, hier geht es um mehr. Hier geht es um die Glaubwürdigkeit von rot-schwarzer Stadtentwicklungspolitik. Hier geht es darum, ob die Berlinerinnen und Berliner diesem Senat, diesem regierenden Bürgermeister noch ein solches Großprojekt anvertrauen. Und die Antwort ist eindeutig. Die Berlinerinnen und Berliner wollen dem regierenden Bürgermeister nicht noch einen Flughafen anvertrauen. Sie kennen unser Plakat. Das Deutsche Historische Museum hat das in der vergangenen Woche schon angefordert. Wir haben es bereits verschickt. Also Herr Wowereit ist bereits auf dem Weg ins Museum. So viel vielleicht von meiner Seite. Antje. Ja, was soll ich sagen? Ich habe seit Monaten für das Tempelhofer Feld gekämpft und für die Zukunft des Tempelhofer Feldes. Und ich kann nur sagen, es ist ein großartiges Ergebnis. Ich konnte es gestern nicht fassen. Ich habe es auch heute noch nicht ganz realisiert. Dieses Ergebnis ist nicht nur, finde ich, ein Wahnsinnsergebnis für die direkte Demokratie, gleichzeitig auch mit dem Erfolg Bürgerentscheid Oeynhausen natürlich, sondern es ist, finde ich, auch eine Bestätigung grüner Politik. Denn selbstverständlich, das wissen Sie alle, haben wir gesagt, wir haben eigene Vorstellungen für das Tempelhofer Feld. Alle Möglichkeiten, einen Dialog dazu aufzunehmen, wurden verwehrt. Und am Ende blieb uns nur die Entscheidung über Ja oder Nein. Und da haben wir deutlich gesagt, so nicht. Und diese Einschätzung teilen mit uns mehr als ein Viertel, ist sogar ein Drittel der Berlinerinnen und Berliner. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass es so eine eindeutige Entscheidung ist. Und zwar nicht nur in den Ja-Stimmen für das Volksgesetz der Initiative, sondern dann auch in den Nein-Stimmen zum Gesetz der Koalition. Das ist eine doppelte Ohrfeige. Und deutlicher kann eine Absage an die Stadtentwicklungspolitik von SPD und CDU gar nicht ausfallen. Ich glaube, man kann damit schon sagen, die SPD, da haben Sie selber auch vor Wochen den einen oder anderen Artikel zugeschrieben, hat gerne die Attitüde, 25 Jahre Regierung in Berlin, diese Stadt gehört uns. Die Berlinerinnen haben gestern geantwortet und gesagt, nein, Berlin gehört nicht der SPD, Berlin gehört uns. Die SPD selbst hat noch 2011 Wahlkampf gemacht mit dem Slogan Berlin verstehen. Das hat uns vor allem gewundert, wenn es ums Thema Mietenpolitik ging, denn immerhin hat die SPD in Koalition 10 Jahre für Stillstand in der Berliner Wohnungs- und Mietenpolitik gesorgt, weshalb wir überhaupt erst heute in der Situation sind, schnell nachliefern zu müssen. Aber dieser Slogan Berlin verstehen, der, finde ich, wurde auch gestern Lügen gestraft. Denn eins, das zeigt sich nicht nur in der gesamten Vorwahlkampfphase, sondern finde ich auch in den ersten Reaktionen von Klaus Wowereit, aber anderen und anderen Sozialdemokraten. Sie haben immer noch nicht verstanden, was dieses Ergebnis bedeutet. Statt zu sagen, wir haben verstanden, statt zu sagen, wir akzeptieren den Wählerwillen, vielleicht sogar mit Demut oder einer gesunden Fehlerkultur. Stattdessen üben sie sich weiter in Wählerinnenbeschimpfung. Und ich finde, das geht gar nicht in einer Demokratie. Die Berliner wollen kein weiteres Großprojekt, weder was ein umfassendes Wohnungsbauprogramm noch was eine ZLB dort betrifft. Und wenn, ich habe es gerade gesehen, die ersten Pressemitteilungen rausgehen, Tempelhof sei Tag des St. Florians-Prinzips, muss ich nur sagen, auch hier hat man nicht verstanden. Natürlich brauchen wir mehr Wohnungsbau in Berlin. Natürlich haben wir eine wachsende Stadt und wir müssen dieser Herausforderung begegnen. Aber das tut man nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern das tut man, indem man die Menschen mitnimmt, indem man sie in Planungsprozesse integriert. Nur so kommt man zu Akzeptanz und nicht, indem man auf den Tisch haut und basta sagt. Ja, ich finde, man muss auch der Initiative noch mal ganz herzlich danken. Ich vertrete die Theorie, dass sie es geschafft haben, die Wahlbeteiligung auch zur Europawahl 10% zu steigern. Und vor allem, das ist die größte Leistung, haben sie es geschafft, dass die ganze Stadt über Tempelhof diskutiert, dass in Berlin mal wieder über ein bedeutendes Stadtentwicklungsprojekt bis in die letzte Kneipe, bis ins letzte Wohnzimmer diskutiert wird. Etwas, was dem Senat seit Jahren nicht mehr gelungen ist. Und
Ja, statt zu sagen, das möchten wir jetzt auch in Zukunft so machen, jaulen und schimpfen sie heute nur. Damit, glaube ich, gewinnt man das Vertrauen der Menschen nicht zurück. Und das ist, finde ich, ziemlich deutliches Ergebnis. Vertrauen haben die Berlinerinnen und Berliner in diese Regierungspolitik nicht mehr und vor allem nicht in Klaus Wowereit. Frau Kappeck, ich finde es ganz wichtig, dass Sie das noch mal betonen. Also, der Volksentscheid ist durch, Sie haben ihn mit unterstützt. Wie wird es jetzt für die Grünen weitergehen? Werden Sie in Verhandlungen auch treten, nochmal mit der Initiative, um gemeinsam zu beraten, was da geht und was nicht? Und wird es auf alle Fälle keine Wohnungen auf dem Tempelhofer Feld auch mit den Grünen geben? Also erstmal ist bei uns die Freude riesengroß über den Erfolg des gestrigen Abends, dass dieser Volksentscheid so deutlich gewonnen hat und dass der Gesetzesentwurf von SPD und CDU so überdeutlich abgelehnt wurde, ist, finde ich, ein gutes Zeichen dafür, dass die Berlinerinnen und Berliner sagen, uns gehört diese Stadt, die gehört nicht der SPD und wir wollen kein weiteres Großprojekt-Desaster in Berlin, sondern wir wollen mitgenommen werden, wenn es um die Zukunft dieser Stadt geht. Zu Ihrer Frage, wie geht das weiter? Wir haben immer gesagt, wir stellen uns einen Tag nach dem Volksentscheid auf das Feld und reden über den dritten Weg. Das Volksgesetz hat jetzt Bestandskraft, das gilt. Und das heißt, keine Bebauung auf dem Feld, sondern wir reden jetzt über das Flughafengebäude. Und für das Flughafengebäude wollen wir eine soziale, eine ökologische und vor allem eine partizipative Entwicklung. Wir haben immer gesagt, aus dem ehemaligen Flughafen Berlin-Tempelhof möchten wir einen Kulturhafen Berlin-Tempelhof bilden. Das heißt, eine Zentral- und Landesbibliothek im Zentrum, Museen links und rechts, kreative Nutzung, Kreativwirtschaft. Und dann kommen wir vielleicht auch irgendwann in die schwarzen Zahlen für das Gebäude. Das heißt, die Bibliothek dann auch in das Gebäude, das es jetzt schon gibt? Wir wünschen uns zumindest, dass das ernsthaft geprüft wird, denn diese Prüfung hat bislang nicht stattgefunden. Das hat auch der Berliner Rechnungshof moniert. Und ich glaube, dass man viel Synergieeffekte dadurch gewinnen kann, dass man durch den Bau einer Bibliothek in das Gebäude gleichzeitig saniert und eine Ankernutzung schafft für künftige weitere Nutzung. Sie interpretieren das Ergebnis als Absage der Berliner an Großbauprojekte. Wir haben natürlich alle den BER vor Augen, wahrscheinlich auch die Berliner bei der Abstimmung. Heißt das, dass wir jetzt künftig uns überhaupt von diesen Großbauprojekten verabschieden müssen? Wenn ein Großbauprojekt richtig gemacht ist, dann kann es auch sinnvoll sein. Im Moment ist mir aber keine Planung des Senates bekannt, die ich uneingeschränkt unterstützen würde. Das Problem ist, man versucht hier immer mit dem Kopf durch die Wand. Kosten und Zeitpläne spielen keine Rolle. Und deshalb haben die Berliner zu Recht gesagt, so nicht. Wir vertrauen dieser Berliner Regierung nicht mehr. Und vor allem vertrauen wir Klaus Wowereit nicht mehr, der nach dem BER jetzt schon am zweiten Flughafen für Stillstand gesorgt hat. Wohnungsneubau ist auch für die Grünen wichtig, das haben Sie heute auch wieder betont. Ist nicht so, dass Sie sich da hundertprozentig gegen stemmen. Sie können sich das vorstellen an anderen Orten in dieser Stadt, wünschen sich aber mehr Beteiligung der Anrainer. Da kommt natürlich bei mir gleich die Sorge, dass das dann Jahre dauert, bevor irgendwann mal der erste Grundstein gelegt werden kann. Nein, wenn man Beteiligung richtig macht und von Anfang an Parlamentarier, Bezirksverordnete, Interessenvertreter und Verbände, aber auch die interessierte Öffentlichkeit mitnimmt, dann muss das keinesfalls länger dauern. Im Gegenteil, es kann sogar Verfahren beschleunigen, weil man sich Bürgerentscheide oder Gerichtsverfahren damit spart. Viele Wirtschaftsvertreter sagen, man kommt zu mehr Akzeptanz und man kommt zu schnelleren und billigeren Wohnungsbauvorhaben, wenn man auf Beteiligung setzt. So sagt es zum Beispiel die Industrie- und Handelskammer Berlin. Und deshalb glaube ich, muss der Senat diese Lehre auch aus dem Volksentscheid Tempelhof ziehen. Nun hat Senator Müller mal darauf hingewiesen, dass es in Berlin nicht so viele Flächen gibt, die in landeseigener Hand sind und deswegen das Tempelhofer Feld eben auch besonders attraktiv gefunden hat, weil er da sofort hätte loslegen können, wie er es noch mal am Donnerstag im Parlament gesagt hat. Wie sehen das die Grünen, was die Grundstücke angeht, die Bereitstellung auch von Grundstücken? Naja, zum einen ist es uns der Senat seit 4 Jahren schuldig, endlich eine Neuausrichtung der Berliner Liegenschaftspolitik vorzunehmen. Unter anderem, weil wir einen SPD-internen Machtkampf haben und sich der Finanzsenator und der Stadtentwicklungssenator nicht einig werden. Zum anderen bin ich aber der Meinung, dass wir
auch auf privaten Grundstücken ganz andere Instrumente zur Verfügung haben, die zu bezahlbarem Wohnraum führen können. München und Hamburg machen uns das vor, wie man mit städtebaulichen Verträgen auch mit privaten Investoren zu Sozialwohnungsquoten kommen kann. Und darüber hinaus haben wir als Grüne auch ein ernsthaftes neues Programm zu einer sozialen Wohnraumförderung vorgeschlagen, die meiner Meinung nach zu mehr Wohnungsbau auch im Bestand und vor allem zu bezahlbaren Mieten führen wird. Noch zum Schluss die Frage, das wurde auch jetzt deutlich in Ihrem Statement, dass Sie das durchaus auch so sehen, dass es hier nicht nur eine Entscheidung gegeben hat gegen die Bebauung des Tempelhofer Feldes, sondern auch eine Entscheidung gegen den regierenden Bürgermeister in seiner Funktion. So nach dem Motto, seine Stunden oder Tage sind jetzt aus Sicht der Grünen gezählt. Das war wieder ein Beweis dafür. Würden Sie das so nochmal bestätigen? Klaus Wowereit hat 2011 behauptet, er würde Berlin verstehen. Ich glaube, das überdeutliche Ergebnis des Volksentscheids hat gezeigt, er versteht diese Stadt nicht mehr. Er hat das Gefühl für Berlin verloren und die Berlinerinnen und Berliner haben das Gefühl für ihn verloren. Diese Beziehung stimmt nicht mehr und irgendwann muss man in der besten Beziehung sagen, lieber ein Schrecken mit Ende. Wie schätzt der Verband der Berlin-Brandenburgischen Wohnungsunternehmen jetzt die Situation ein nach dem Volksentscheid? Der Verband hat sich natürlich immer für den Wohnungsbau am Tempelhofer Feld ausgesprochen. Daraus wird jetzt nichts. Wie gesagt, wie wird das hier gesehen? Wie werden die Folgen gesehen? Das fragen wir gleich. Also bleiben Sie dran.